Das Spiel DayZ der Firma Bohemia Interactive handelt nach einer russlandweiten Zombie-Apokalypse, die nur wir und die ca. 30 anderen Spieler auf dem Server überlebt haben. Das Spielprinzip ist einfach: fressen oder gefressen werden. An einem einsamen Strand irgendwo auf kommunistischem Boden legen wir los, unbewaffnet, nur eine Jeans und ein T-Shirt geben uns Wärme, eine Taschenlampe und ein 9-Volt-Block, etwa 10 Minuten Licht bei Nacht. Dieses gewisse One-Man-Army-Feeling alleine gegen die Welt und mehr treibt den Spieler an, sich in heruntergekommenen Häusern und Baracken bessere Kleidung, Nahrung und Werkzeuge zu suchen, um dann wieder bessere Kleidung und Werkzeuge zu suchen und. Das Gefühl des Erfolgs beim Stöbern und Finden steckt an und macht süchtig. Die Möglichkeiten, eine Konservendose zu eröffnen, reichen vom filigranen Dosenöffner bis zur rustikalen Brechstange und mindestens genauso vielfältig sind die möglichen Tode. Ertrinken, verdursten, verhungern, von Zombies zerfleischt werden, von Mitspielern zerfleischt werden, von Mitspielern gefangen genommen und von Zombies zerfleischt werden, während ein Mitspieler gefangen nimmt, während dem Trinken von Zombies angefallen werden, überfallen werden, während man sich verarztet, unbewaffnet eine Horde Zombies überfallen, von einer Leiter runterfallen, auf harten Boden knallen und so weiter. Und so fort, etc. pp. Umso größer ist das Glücksgefühl natürlich, wenn ihr in einem Haus eine FN45 inklusive Magazin und Patronen findet, und noch größer ist dann das Glücksgefühl des anderen Spielers, wenn er euch beim Verlassen dieses Gebäudes eine geladene Maschinenpistole vom Typ M4A1 vor die Nase hält und euch eure neue FNX45 abnimmt und dabei von einem Zombie zerfleischt wird. Je besser die Ausrüstung, desto geringer wird die Verletzungsgefahr bei Zombieangriffen. Gleichzeitig steigt allerdings die Wahrscheinlichkeit, um von einem anderen Spieler hinterrücks den Kopf mit Blei vollgestopft zu bekommen. Sogenannte No-PvP-Server sind von dieser Plage übrigens nicht ausgeschlossen. Den größten Abwechslungsfaktor bieten derzeit allerdings noch die vielseitig gehaltenen Bugs und Programmierfehler, die sich überall in der Welt von DayZ noch verborgen halten. Unangekündigte Verbindungsabbrüche, plötzliche Locationswechsel, mit anschließendem Standbild, Verdursten wegen Unterernährung und Zombies, die sich von Wänden genauso wenig aufhalten lassen wie Spieler von einem Handelsangebot, machen das Spielgeschehen zu einem einmaligen, aber unvergesslichen Erlebnis. Und spätestens, wenn man nach 30 Spielstunden mit vollem Wanderrucksack, 3 Medipacks, 3 Schusswaffen, kugelsicherer Weste und dem Munitionsvorrat der gesamten russischen Armee einfach tot umfällt, hinterlässt das Spiel einen bisher noch nie erreichten emotionalen Höhepunkt mit dem Versprechen, das Spiel nie wieder anzurühren. Aber wisst ihr was? Ihr werdet es trotzdem tun. Spätestens am nächsten Tag. Denn die Abenteuerlust ist zu groß, der Nervenkitzel zu verlockend, das Spiel einfach zu gut, um wirklich lange auf Kindheitskrankheiten böse zu sein. Kommen wir zu meiner Meinung. Es wissen ja schon einige, ich bin eigentlich kein großer Apokalypsen- und Horrorfan. Und wahrscheinlich gerade deswegen hat mich DayZ wirklich kalt erwischt. Ich finde es ein außerordentlich geiles Spielkonzept, weil es eben nicht dieses normale Prinzip ist von wegen, okay, ich habe einen Spielstand und wenn ich irgendeinen Fehler mache im Spielverlauf, dann gehe ich einfach bei einem Spielstand vorher wieder ins Spiel rein, sondern jeder Schritt in dem Spiel, jede Entscheidung in diesem Spiel kann tödlich sein und dann muss man wirklich von null anfangen. Gerade dieser Nervenkitzel eben macht für mich den Reiz an dem Spiel aus. Solange man keine zu intensive emotionale Bindung zu seiner Ausrüstung und dem ganzen Equipment aufbaut, macht das auch nichts. Ansonsten wird man wenigstens als Anfänger in den ersten 3 bis 5, 6, 7, 10 Anläufen sehr frustriert werden. Aber ansonsten muss ich einfach sagen, es ist ein sehr geiles Spielkonzept. Es ist ein sehr gut umgesetztes Spiel, trotz der Bugs, die momentan halt noch existieren. Und ich möchte dieses Spiel auf jeden Fall an alle weiterempfehlen, die irgendwie auf eine Art Überlebens-Survival-Spiel etc. pp. Stehen. Das war's von mir, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns. Soviel zum Thema Verbindungsfehler.